Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu dem Spiel Rise of the Ronin. Ich bin hier mit meinem momentan schick gekleideten Ronin in der Hauptstadt Yokohama. Und ja, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie man hier den Multiplayer aktivieren kann. Denn ja, man kann ja Rise of the Ronin nicht nur solo spielen, sondern auch im Multiplayer, also andere Leute unterstützen oder auch Hilfe einfordern. Und das geht hier in der Hauptstadt Yokohama, und zwar hier in so einem Langhaus. Das ist hier ein Ort, wo man ja sich ausruhen kann, wo man diverse NPCs ansprechen kann und mit ihnen sich austauschen kann, Geschenke geben, Beziehungen festigen und so weiter, also soziale Interaktion. Aber man kann eben auch hier auf Kooperation gehen in dem Langhaus, und dann kann man hier einfach einem Spiel beitreten, rekrutieren oder Raumsuche. Ich gehe nochmal ganz nach oben, tritt der Lobby ohne Bedingungen bei, dann rekrutiere andere Spieler für eine Mission. Raumsuche, lege die Bedingungen für eine Lobby fest, dem du zugeordnet werden willst, also zum Beispiel dieselbe Charakterstufe. Ja, das alles geht hier in dem Langhaus in Yokohama und im weiteren Spielverlauf wahrscheinlich auch in anderen Langhäusern, sofern es andere gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht das einzige in der gesamten Spielwelt ist. Ich zeige es nochmal hier auf der Karte kurz, wo das ist hier in der Hauptstadt Yokohama. Und zwar genau hier in der Nähe von dem Freudenviertel, wo man zum ersten Mal ist. Unweit davon entfernt ist das Langhaus. Und ja, so funktioniert der Multiplayer. Das war's für dieses kurze Guide-Video. Viele weitere werden folgen. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr sehen möchtest zu dem Spiel oder generell an Videospielen interessiert bist. Ich sage ciao, bis demnächst und tschüss.